Du hast eine ganz schön ruhige Hand. Geht doch nichts über einen soliden Lebenswandel. Du hast aber auch echt nichts angesagt in den letzten paar Tagen. Kein cooler Mega-Wave weit und breit. Ich stehe eh nicht so auf Großveranstaltungen. Ach, Clubpartys sind doch viel geiler. Also ich find's toll, wenn viele Leute da sind. Da hat man wenigstens was zu gucken. Wenn du auf Massen stehst, dann können wir ja im Sommer zur Love Parade fahren. Nach Berlin? Techno und House pur, rund um den Kuhdamm. Du bist dran. Dann könnten wir doch Aki fragen, ob wir bei ihm übernachten können. Ihr drei wollt nach Berlin? Ah. Willst du mit? Komm, ich tue mich mir vor wie eine Omi. Naja, Marusha ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Zu nett. Sag mal, bist du nicht dran? Mhm. Tja, guck mal, dann nimm noch den hier. Das geht. Das tut mir jetzt aber leid. Das war die Rache. Schon in Ordnung, Susanne. Wollen wir drei nicht morgen bis in Rollerblatt fahren? Ich bin dabei. Ich nicht. Ich habe doch meine letzte Woche erst zu Schrott gefahren. Hey, kein Problem. Nimmst eben meine. Na und du? Geh ich als Speedball spielen. Kann ich eh besser. Ist das dein Ernst? Ich würde drüber lachen, wenn es ein Witz wäre. Mann, das gibt's ja nicht. Geht aber auch nicht mit allen Inline-Skates. Warum nicht? Wie heißt das in den Rädern? Kugellager. Ganz genau. Wenn die Kugellager nicht gut sind, sind die Skates nicht wendig genug. Ach so, und Florians Skates haben gute Kugellager. Sehr gut. Na, deswegen leiht er sie mir auch nie. Er weiß ja auch, dass sie bei mir an den besten Füßen sind. Anna, che passa? Scheiße. Tut weh? Tut sehr weh? Ja. Und hier? Alles okay? Ja, ist alles okay. Demnächst gibt es Knieschutz. Wäre doch viel zu schade um so hübsche Knie, ne? Komm, steh auf. Wir müssen sofort nach Hause. Die Wunde muss desinfiziert werden. Ja. Schaffst du das? Ja. Geht's? Oh. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Ich bin halt noch nicht so fit wie du. Noch nicht. Ich habe auch mal so angefangen. Ja, so bestimmt nicht. Aber wenn ich dir sage, ich kann dir ja meine Narben zeigen. Schmeckt's dir nicht wahr? Ohne ihre Hilfe würde ich ja immer noch ohne Aufträge dastehen. Hallo, jetzt zwei. Hallo. Ach, sag mal, was hast du denn gemacht? Kleine Bekanntschaft mit der Bordsteinkante. Oh, lala. Ach, ist halb so wild. Ein Pflaster drauf und dann geht das schon wieder. Na, dann mach mal. Hilfst du mir? Na klar. Bis gleich. Lass dir von Susanne ein bisschen Jod drauf machen. Hier, am besten du machst das selber. Ja, danke. Tut's immer noch so weh? Ja, es geht schon. Ah, ich glaube, ich bin mal wieder fällig. Wieso fällig? Wächst echt wie verrückt. Ach so. Du, tu dir keinen Zwang an. Jetzt? Ich kann auch rausgehen, wenn du willst. Bei der Verletzung? Das kann ich nicht verantworten. Außerdem habe ich Männern schon öfter mal beim Rasieren zugeschaut. Aha. Eine Frau mit Erfahrung. Du rasierst dich nass? Richtige Männer rasieren sich immer nass. Ist außerdem viel gründlicher. Ah, da bist du ja. Anna. Was? Soll ich später wiederkommen? Ach Quatsch, nee, geht schon. Mach nur. Aua! Tut's noch weh? Ach, schon fast wieder vergessen. Das geht aber schnell bei dir. Ich hatte ja auch eine gute Krankenschwester. Ich glaube, das lag eher an dem attraktiven Pfleger, den ich da im Bad gesehen habe. Na, gib schon zu. Was? Dass du auf ihn stehst. Ach, du spinnst doch. Mir kannst du nichts vormachen. Du hast ihn angestarrt wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Ja, man wird ja wohl noch mal gucken dürfen. Ja, klar. Er hat ja auch einen super Body, unser Strahlemann aus Caracas. Ja, na und?
Florian hat auch einen super Body, oder nicht? Hallo Florian. Hi, alles klar? Was hast du denn da gemacht? Ach, ich habe ein bisschen das Gleichgewicht verloren beim Rollerblades fahren. Tut's denn weh? Ach Quatsch. Ich stink wie ein Büffel. Wie ist denn das passiert? Ach, ist doch egal. Was ist denn los? Ich glaube, ich lasse euch jetzt lieber mal alleine, hm? Also uns störst du nicht, oder? Ich muss wirklich erst duschen. Ist das denn nicht langweilig, so ganz alleine? Verstehe ich nicht. Dann werde ich es dir erklären. So, jetzt kann uns keiner mehr stören. Es wäre auch noch schöner. Ach, Ramon wäre alles zuzutrauen. Na, was ist? Oder soll ich Ramon fragen, ob er mit mir duschen will? Das kann ich dir natürlich nicht zumuten. Na, dann komm.